Frau Göbel, guten Tag. Nehmen Sie doch bitte hier vorne Platz. Danke. Sie wissen, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann würden Sie sich strafbar machen. Ja, natürlich. Sie heißen Silke Göbel, 34 Jahre alt. Sie wohnen in Dortmund. Sie sind ledig, Änderungsschneiderin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Ja. Der Herr Landauer ist hier angeklagt, weil er seinen damaligen Chef, den Herrn Krohn, am 4.9. im Betrieb von Herrn Krohn, ja, sehr misshandelt haben soll. Das weiß ich doch alles schon. Die Frau Verteidigerin war vor 5 Tagen bei mir. Und ja, da habe ich dann von den ganzen Vorfällen auch erfahren. Mhm. Warum erst so spät? Ich war am 4.9. war ich bei meiner Schwester. Wissen Sie, Herr Richter, meine Schwester, die war schwanger. Und ja, die hat ein paar Probleme in der Schwangerschaft gehabt. Und da bin ich natürlich für ein paar Wochen hingefahren. Und vor 6 Tagen bin ich dann wieder zurückgekommen. Und da hatte ich von der Frau Verteidigerin auf dem Anruf beantwortet eine Nachricht. Und ja, seitdem weiß ich, dass der Herr Landauer den Daniel geschlagen haben soll. Aber das stimmt doch gar nicht. Moment mal, jetzt waren Sie ganz lang weg und sagen aber mit Bestimmtheit, er stimmt so nicht. Wieso nicht? Ja, weil das seine Frau war, die Natalie Krohm. Die hat es ja nicht zum ersten Mal gemacht. Hey, Sie können hier für Gericht nicht behaupten, dass ich meinen Mann schlage. Das stimmt doch überhaupt nicht. Sind Sie krank oder was? Frau Krohm, jetzt bitte halten Sie sich doch mal zurück. Jetzt möchte ich mich mit der Zeugin unterhalten. Ja. Also, Sie schlage Ihren Mann und zwar regelmäßig und dann sage ich das auch. Wie kommen Sie denn darauf, dass die Frau Krohn Ihren Mann schlägt? Ach, ich wohne jetzt schon seit 2 Jahren, wohne ich neben den Krohns. Mhm. Und als Nachbar kriegt man natürlich eine ganze Menge mit. Am Anfang habe ich ja noch gedacht, Mensch, endlich mal ein nettes Ehepaar, was da einzieht. Ja, aber dann sind halt immer mehr die Fetzen geflogen. Das heißt, Sie haben sich immer gestritten, oder wie? Ich kann mich dann noch zum Beispiel an eine Szene im Garten erinnern. Da haben Sie sich so reingesteigert, ja? Sie haben so einen schweren Steinaschenbecher nach Daniel geworfen. Und der hat Ihren Mann nur ganz knapp verfehlt. Das ist doch Quatsch. Sie halluziniert. Haben Sie mitbekommen, um was es bei dem Streit ging? Ja, das war ja wohl nicht zu überhören. Ja? Die Frau Krohn hat in einer Tour lamentiert, dass ihr Leben die reinste Hölle sei, dass sie zu Hause sitzt und ihr Mann Karriere macht, das sie eigentlich machen wollte. Und sie sitzt als doofe Hausfrau zu Hause und dreht Däumchen. Das ja? ist gelogen. Sie haben doch ständig geschrien, dass Daniel ihr Leben kaputt gemacht hat. Stimmt nicht. Wir führen eine glückliche Ehe. Genau. Haben Sie auch Handgreiflichkeiten mitbekommen? Naja, also direkt gesehen habe ich es nicht, aber die macht das ja wahrscheinlich auch ganz schön clever, nur zu Hause in ihrer Wohnung. Sie sind wirklich nicht ganz dicht. Wobei, im letzten Winter, da kann ich mich an einen Vorfall erinnern, da habe ich durch die Wand einen unheimlich lauten Streit gehört. Das war schrecklich, das war so laut, ich habe beinahe die Polizei geholt, ja. Und am nächsten Tag, da hatte der Daniel dann auch ein blaues Auge. Ja, aber ich habe damals auch schon gesagt, dass das blaue Auge nicht von einer Auseinandersetzung mit meiner Frau war, sondern vom Fußball. Als du an dem Abend nach Hause gekommen bist, Daniel, da hattest du noch kein blaues Auge. Aber am nächsten Morgen schon. Ist doch komisch, oder? Sagen Sie mal, wie krank sind Sie eigentlich? Beobachten Sie jeden Schritt, den mein Mann macht? Bitte, Frau Krohn, jetzt halten Sie sich doch zurück. Ja, noch mal die Frage, Herr Krohn, woher hatten Sie denn dann dieses Veilchen? Weiterhin gelten die Belehrungen von vorhin. Ja, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, Herr Krohn. Also wenn ich mich verletze, kann ich mich immer daran erinnern, wie das passiert ist. Ja, aber ich merke mir doch nicht jedes Kinkerlitzchen. Also wirklich. Blaues Auge ist doch kein Kinkerlitzchen. Ja, aber ich glaube, ich habe mir den Kopf... Die Lampe. Die Lampe im Keller. Ich habe mir den Kopf an der Lampe im Keller angestoßen. Stimmt, den wollte ich ja ewig schon höher hängen. Und dann, ja, habe ich das eben nicht gemacht. Und dann hatte ich eben das blaue Auge. Hörst du jetzt auf zu lügen? Du fängst schon an, genauso zu reden wie die ganzen Frauen, die geschlagen werden, die Treppe dauernd runterfallen. Aber ich lüge nicht. Meine Frau hat mich nicht geschlagen und basta. Pass auf, nee. Was kommt jetzt? Und was ist damit? Ja, was soll damit sein? Das ist ein Foto mit Verletzungen, die Sie Ihrem Mann zugefügt haben. Zeigen Sie mir das Foto bitte mal. Sicher. Quatsch. Es war auf dem Sommerfest, ja? Es war eine Affenhitze. Jeder hat unheimlich wenig angehabt, ja, weil... Hochsommer. Und Daniel rennt mit dem Rollkragenpullover rum. Ja, sag ich doch. Das haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt. Das sind Kratzer am Hals, oder? Ja. Gucken Sie sich das doch mal an. Ich weiß ja, wo Sie her sind und nicht, ob da welche sind. Ach, Daniel hat damals behauptet, es wäre eine Katze. Da haben die gar keine Katze. Ja, aber mein Gott, das war eine Katze von einem guten Freund. Daniel, wer soll denn das glauben? Frau Göbel, jetzt setzen Sie sich bitte auch wieder. Ja, wer soll denn Ihnen glauben? Sie erzählen doch nur die Geschichten, weil Sie sich an Daniel ranmachen wollen. Aber Sie wollen uns, also Sie sind scharf auf ihn. Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich mag Daniel. Aber verdammt nochmal, der muss mit einer Furie wie Ihnen zusammenleben. Da tut einem doch jedermann leid. Nur mal kurz die Frage. Wenn Sie sich ja schon im Winter so Sorgen gemacht haben mit Herrn Krohn, warum haben Sie sich ja nicht damals mit Ihren Vermutungen an die Polizei gewendet? Genau.
ich mache mir unheimlich Vorwürfe deswegen. Ja, ich hätte es machen sollen, aber ich habe ihm stattdessen doch immer wieder Informationsmaterial zugesteckt. Was für Informationsmaterial? Na, über Männerhäuser. Da, wo man sich hinwenden kann, wenn die Frau einen schlägt. Ja, da kann man hingehen, anonym, und kann sich beraten lassen. Da muss einem nichts peinlich sein. Mir muss auch so nichts peinlich sein. Meine Frau schlägt mich nicht. Fertig. Soweit ich weiß, funktioniert so ein Männerhaus ja genauso wie ein Frauenhaus. Das heißt, die Männer können dort für eine Weile einziehen. Und dann bekommen sie praktische Tipps, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen und regeln können. Genau, das ist richtig. Frau Gübel, ich habe da noch eine ganz andere Frage. Ja. Sie haben doch vorhin erzählt, dass Sie am 4.9. zu Ihrer Schwester gefahren sind. Hatten Sie an diesem Tag auch Kontakt zu Frau Krohn? Kontakt ist gut. Wir haben uns heftig gestritten. Aha. Weswegen? Ich bin ja an dem Tag zu meiner Schwester gefahren und habe dementsprechend viel Gepäck aus dem Haus geschleppt und wollte mein Auto bepacken. Mhm. Ja, und habe unter anderem einen Einkaufskorb gehabt, wo ich die ganzen Lebensmittel drin hatte. Und die standen ein bisschen in der Einfahrt. Und die Frau Krohn, die flippt halt immer wegen jeder Kleinigkeit aus. Was heißt ausgeflippt? Die kam auf mich zugerannt wie eine Irre und sagt, ich soll sofort die Einfahrt frei machen, sonst passiert was und überhaupt. Und ja, und dann tritt die einfach wie eine Irre gegen meinen Einkaufskorb und dann sind die Marmeladengläser, 5 Stück, ja, ich habe selbstgemachte Marmelade da drin gehabt, 5 Gläser Kompott und Marmelade sind kaputt gegangen. Also, ich habe höchstens mit dem Fuß ganz leicht den Korb zur Seite geschoben. Naja, und da sind halt 2 Marmeladengläser kaputt gegangen. Ja, natürlich. Sie haben wie eine Irre dagegen getreten. Das war Absicht. Außerdem waren es 5 Gläser. Zählen müsste man können, ne? Herr Vorsitzender, darf ich Sie auf den Bericht der Spurensicherung aufmerksam machen? Müssen Sie gar nicht. Ich habe mir das eben gerade auch ausgesucht, weil mir noch in Erinnerung war, dass am Tatort eben Spuren von Marmelade gefunden worden sind. Mhm. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, denn ich gehe davon aus, dass Frau Krohn tagsüber bei dem Streit in Marmelade getreten ist. Und am Abend, als sie dann in der Firma war und gegen den Rollwagen getreten hat, da hat sich die Marmelade von ihrem Fuß auf den Rollwagen übertragen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ich war doch gar nicht in der Firma. Naja, also bislang sind wir davon ausgegangen, dass diese Marmeladenspuren einfach von einem Pausenbrot stammen, von irgendeinem Mitarbeiter. Und ich sehe auch keinen Grund, von diesem Ermittlungsergebnis, das wir bislang haben, abzurücken. Wir sollten einfach mal die Putzfrau, die Frau Jelen, dazu befragen. Wenn sie inzwischen da ist, Herr Silow, schauen Sie mal nach. Gerade mal. Hat noch jemand Fragen an die Frau Jelen? Danke, Sie bleiben unvereinigt. Sind Sie Frau Jelen? Ja. Kommen Sie gleich nachher, auf die andere Bank. Der Herr Krohn, der gehen Sie gleich nach vorne. Etwas. Ah, Frau Jehn, guten Tag. Haben Sie Autopanne in den Griff bekommen? Ja, Gott sei Dank. Der Wagen ist jetzt abgeschleppt worden und den Rest bin ich jetzt mit der Bahn hergefahren. Gut, schön, dass Sie uns informiert haben rechtzeitig. Nehmen Sie auch mal Platz und schnaufen Sie mal durch. Danke. Währenddessen belehre ich Sie. Sie müssen als Zeugen hier natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Aha. Sie heißen Justina Jehlen, 33 Jahre alt, Sie wohnen in Dortmund, Sie sind verheiratet, Reinigungskraft, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten hier. Nein. Sie arbeiten als Reinigungskraft im Betrieb von Herrn Krohn. Haben Sie denn auch am 4.9. da im Unternehmen gearbeitet und geputzt? Ja, ja. Also ich arbeite ja schon seit 2 Jahren in der Firma und putze da 5-mal in der Woche. Also ich fange immer so um 16 Uhr an und höre um 20 Uhr circa auf. Bloß am 4.9. habe ich da geputzt, aber da war so viel los da. Boah, wie lange waren Sie da im Betrieb? Bis circa 22.30 Uhr. Aber das war jetzt nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch wegen dem Vorfall. Und was haben Sie von dem Vorfall mitbekommen? Ja, also um 20 Uhr habe ich einen richtig lauten Streit gehört aus der Werkshalle. Und zwar hat sich der Herr Landauer mit den Herrn Krohn angelegt. Mhm. Also ich habe da so Sachen gehört wie Überstunden, Stahlrohre und auch Kündigung. Mhm. Den Inhalt genauer wiedergeben können Sie nicht von dem Streit? Nö, leider nicht. Also mir war es unangenehm. Ich bin dann raus in den Hof und habe dann erstmal den Müll weggebracht. Mhm. Aber ich bin dann auch wieder zurück. Ja. Und es war dann ganz mucksmäuschenstill und dann habe ich mich gewundert. Gut, haben Sie mal reingeschaut in die Werkshalle? Ja, als klar. Dann so still war? Ja, klar. Also, weil es war ja total komisch dann. Und dann habe ich aber auch schon von Weitem den Herrn Krohn auf dem Boden gesehen. Er ist so vor sich dahin gerobbt und hat geblutet und war total benommen. Mhm. Also ich habe dann natürlich, bin ich gleich hin und habe dann auch gleich, also wollte helfen und habe die Polizei gerufen. Ja. Wie hat sich denn der Herr Krohn verhalten, als die Polizei und den Notarzt rufen wollten? Ja, er meinte, das sei nicht notwendig, weil es sei ja gar nicht so schlimm. Aber wenn Sie mich fragen, der wollte nur den harten Kerl markieren und ich habe natürlich trotzdem die Polizei gerufen. Hat er Ihnen gesagt, was ihm da in der Werkshalle zugestoßen ist? Ja, das hat er. Und zwar der Herr
Krohn hat dem Herrn Landauer gekündigt. Der ist dann ausgeflippt und hat ihn geschlagen. Und das stimmt ja nicht, was Sie hier sagen. Herr Landauer, jetzt bitte. Haben Sie sich vorher im Betrieb umgesehen? Ja, umgesehen. Ich habe halt schon 4 Stunden geputzt und da war niemand mehr. Also außer dem Herrn Landauer und dem Herrn Krohn. Wann sind die anderen gegangen? So um 17 Uhr sind die alle weg. Aber Sie haben doch eben gerade gesagt, dass Sie den Müll rausgebracht haben. Haben Sie da vielleicht jemanden auf dem Parkplatz gesehen? Nö, da war niemand. Auf dem Parkplatz war leer. Schwachsinn! Als ich um 19.30 Uhr von der Arbeit rausging, da kam die Frau Krohn doch mit ihrem Auto an. Da ist sie auch in die Firma reingegangen. Da war kein Auto. Und Sie waren um 20 Uhr noch in der Firma, Herr Landauer. Sie lügen! Ich lüge nicht. Ja, also die Frage ist, warum lügen Sie? Hat Ihnen Ihr Chef eigentlich Geld gegeben für diese Aussage? Was? Genau. Das so ein also ich belehre jetzt auch mal 55 StPO. Sie müssen auf solche Fragen nicht antworten. Es könnte ja sein, dass Sie selber belassen. Aber wenn Sie was sagen, muss es die Wahrheit sein, klar. Ja, ja, ich sag die Wahrheit. Oder haben Sie vielleicht Angst, Ihren Arbeitsplatz zu verlieren, Frau Jehlen? Also ich sag ja jetzt nur das, was ich gesehen habe und was ich auch gehört habe. Gut, dann lassen wir das doch mal so stehen. Ich habe eine ganz andere Frage. Sie haben vorher gesagt, Sie putzen jeden Tag da im Betrieb. Putzen Sie auch in der Werkshalle? Ja, klar, klar. Jeden Tag muss die Werkshalle geputzt werden, logisch. Nur der Boden oder so, oder zählen da auch die Arbeitsgeräte dazu? Also putzen Sie beispielsweise auch die Rollwägen? Ja, die Rollwägen ganz besonders, weil die gehen ja auch zum Kunden raus, die müssen blitzen. Und haben Sie da an dem Abend des 4. September auch die Rollwägen geputzt? Ja, da sogar noch besonders, weil da war ja doch dieser große Auftrag und da habe ich ordentlich geputzt. Wann haben Sie denn die Rollwägen geputzt? Vor oder nach dem Streit, den Sie ja gehört haben? Also das war davor, das war eine halbe Stunde davor. Da sind Sie sich ganz sicher? Ja, da bin ich mir ganz sicher, aber warum fragen Sie das? Das erkläre ich Ihnen gleich. Kommen Sie mal zu mir und schauen Sie sich mal dieses Foto hier an. Da steht der Rollwagen. Oder Sie können noch, schauen Sie sich noch besser da an der Tafel an. Vielleicht ist es ein bisschen größer. Da steht ein Rollwagen. Gehen Sie ruhig hin und schauen Sie sich das genau an. Das ist der Rollwagen, der Herr Krohn in die Füße geschoben wurde. Ja. Sehen Sie da unten diese Verunreinigungen oberhalb von dem rechten vorderen Rad? Da. Ja? Ja. Jetzt rein hypothetisch, wenn Sie die an dem Abend gesehen hätten, hätten Sie die weggeputzt? Ja, klar. Sie kontrollieren jetzt aber nicht, ob ich ordentlich putze. Nein, das prüfe ich natürlich nicht, darum geht es ja gar nicht. Allerdings frage ich mich, wie diese Spuren an den Rollwagen kommen sollen, wenn Sie diesen vor dem Streit geputzt haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist doch auch nicht wichtig, oder? Doch, doch, das sind Marmeladenspuren und die sind durchaus wichtig. Marmelade? Mhm. Und diese Marmeladenspuren, die haben sich von der wahren Täterin bei dem Tritt gegen den Rollwagen vom Schuh auf den Rollwagen übertragen. Ja, siehst du? In der halben Stunde habe ich ja gar keine Marmelade gegessen. Vor allem, ich esse nie Marmelade. Frau Jehlen, Frau Krohn ist tagsüber bei einem Streit in sehr viel Marmelade getreten. Und abends hat sich diese Marmelade von ihrem Schuh auf den Rollwagen übertragen, als sie dagegen getreten hat. Aber wieso denn jetzt die Frau Krohn? Die war doch gar nicht da. Genau. Deswegen kann die Marmelade ja gar nicht von mir sein. Das ist sicher. Und ich denke, das kann man auch ganz leicht beweisen, Herr Richter. Wie meinen Sie das? Na, ich habe doch die Marmelade eingekocht. Und ich habe 10 Gläser gekocht und 2 habe ich noch zu Hause. Ja, und wenn die von mir zu Hause in der Speisekammer mit der am Rollwagen übereinstimmt, ist doch alles klar. Also das wäre durchaus eine Möglichkeit, dass man da diese Marmelade vergleicht und untersucht. Sie schauen so kritisch, also... Nö. Sie müssen nach wie vor die Wahrheit sagen, das ist schon klar, oder? Ja, aber ich sag ja die Wahrheit. Das machen Sie nicht, Sie helfen hier im Chef. Warum auch immer, ob es jetzt die Angst ist, um Ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder ob er Ihnen Geld gegeben hat. Nee. Wissen Sie eigentlich, was Sie hier tun? Ist Ihnen bewusst, wie schäbig Ihr Verhalten ist? Nicht nur, dass Sie einen Unschuldigen belasten. Sie schützen auch noch eine Frau, die Ihren Ehemann schlägt. Jetzt lassen Sie doch die arme Frau Jehlen in Ruhe. Frau Krohn, das lassen Sie mir bitte meine Sorge sein. Frau Jehlen, haben Sie eigentlich Kinder? Ja, eine Tochter. Mhm. Haben Sie sich mal überlegt, was das Ganze für die Tochter von Herrn und Frau Krohn bedeutet? Die haben auch eine Tochter? Ja, die haben eine kleine Tochter, Eva, die ist 1 Jahr alt. Und stellen Sie sich mal vor, jetzt wird sie noch nicht so viel mitbekommen, wie das ist, dass die Mutter den Vater gewalttätig behandelt. Aber wenn das Kind älter wird und sie bekommt diese Übergriffe mit, dann kann ich mir vorstellen, dass das jetzt wirklich auf jeden bei ihr auslöst, Frau Krohn. Jetzt hören Sie auf, unsere Familie in den Dreck zu ziehen. Bitte, bitte. Das ist ja verleumdet. Frau Krohn, das ist jetzt meine letzte Warnung. Sie setzt sich jetzt bitte mal wieder hin. Ich wusste nicht, dass die ein Kind haben. Ja, aber jetzt wissen Sie es. Frau Jehlen, haben Sie dann vielleicht Ihrer Aussage noch was hinzuzufügen?
Herr Richter, Sie müssen mich doch verstehen. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Und das Geld hätte ich doch auch so gut gebrauchen können. Was heißt, das Geld hätten Sie brauchen können? Ist Ihnen Geld für die Aussage hier versprochen worden? 10.000 Euro. Aha. Ich wollte meiner Tochter so viel damit ermöglichen. Und ich meine, ich hätte sowieso meinen Job verloren, wenn ich nicht mitgemacht hätte. Und das wäre für mich die Hölle. Ich meine... Wieso hätten Sie Ihren Job verloren? Ja, weil er mich doch rausgeschmissen hätte, der Herr Krohn, wenn ich da nicht so mitmache. Und so habe ich dann noch das Geld bekommen. Bei der Falschaussage. Und was war daran falsch? Was haben Sie wirklich gesehen? Also, es stimmt, dass der Herr Landauer wirklich schon um 19.30 Uhr gegangen ist. Sag schon die ganze Zeit! Ja, und dann ist die Frau Krohn gekommen und hat mit dem Herrn Krohn gestritten. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Daniel, Lust, jetzt sag auch mal was. Nein, Herr und Frau Krohn, Sie haben jetzt beide Sendepause, ja? Über was haben die beiden denn gestritten? Über so, dass er zu spät käme und sie wartet schon seit 2 Stunden mit dem Essen auf ihn. Und das macht er immer und sie sitzt allein zu Hause, sowas. Mhm. Herr Krohn, was sagen Sie denn dazu? Ja, aber... Er hat doch recht, wenn meine Frau so ausflippt. Schließlich bin ich ja solch ein Idiot, dass ich sie immer alleine lasse. Haben Sie Ihre Frau denn nicht informiert, dass es später wird bei der Arbeit? Jetzt hören Sie auf, ihm was einzureden. Daniel sagt nichts mehr. Nein. Ach, Sie befehlen jetzt, wer was zu sagen hat, oder wie? Ja, da werden Sie sich aber gleich umschauen. Herr Cohen, mit Ihnen habe ich gesprochen. Ja, also, ich hatte mich gar nicht getraut, ihr das zu sagen, dass ich zu spät komme, weil ich hatte Angst, dass sie gleich wieder ausrastet. Und da habe ich gedacht, ich sitze das lieber aus. Aber dann ist Natalie total durchgedreht und in die Firma gekommen. Und was ist da passiert? Ja, sie hatte schon eine Flasche Wein intus und meine Frau schlägt ihr auf. Sie wird schon mal cholerisch und rastet schon mal auch aus. Also, das ist ja auch verständlich. Warum? Weil, ja? Ja, sie hat ja allen Grund dazu. Schließlich bin ich ja schuld an ihrer Situation. Also schließlich hat sie ihr Leben für mich aufgegeben. Es ist ja kein Wunder, dass sie dann so ausrastet. Mir kommt das so bekannt vor, wie Sie reden. Ich habe das schon oft von geschlagenen Frauen gehört. Ja, aber... So, ich bin das Opfer, aber ich bin schuld. Jetzt erzählen Sie mir mal, was ist passiert an dem Abend im Betrieb? Ja, ich Herr Krohn, jetzt ist genau der richtige Moment. Jetzt können Sie es sagen. Wenn Sie was sagen, dann kann sich was ändern. Hören Sie auf, ihm irgendwas einzureden. Hören Sie mal auf, ihm was auszureden, würde ich mal sagen. Frau Jelen, haben Sie mitbekommen, was bei dem Streit in der Werkshalle passiert ist? Ja, habe ich. Die Frau Krohn ist total ausgeflippt und hat ihrem Mann wirklich mit voller Wucht 2-mal ins Gesicht geschlagen. Und dann hat sie auch noch diesen Rollwagen gepackt und hat ihm voll in die Fersen gedonnert. Sie hatte doch recht, wenn sie so ausflippt. Ich habe ihr schließlich allen Grund dazu gegeben. Frau Krohn, sie hat nicht recht. Es gibt nicht einen einzigen Grund, aus dem man den anderen schlagen darf. Ja, aber sie hat es doch nicht so gemeint. Also, sie ist eben sehr impulsiv und dann ist eben ihr Temperament mit ihr durchgegangen. Aber hören Sie mal her, Temperament ist doch keine Erklärung. Temperament ist doch keine Rechtfertigung, das ist eine Ausrede. Ja, aber sie liebt mich doch. Sie hat doch gesagt, dass sie mich nie schlagen würde. Dann ist es also wirklich schon öfters vorgekommen, dass Ihre Frau Sie geschlagen hat, Herr Krohn? Ja. Warum haben Sie sich nie Hilfe gesucht, Herr Krohn? Aber hab ich doch gemacht. Ich war doch sogar schon in so einem Männerhaus gewesen. Silke hatte mir doch da die Adresse dazu gegeben. Da gibt's gar nicht zu lachen. Aber Natalie hat mich dann um Verzeihung gebeten und dann, ja, bin ich wieder zurückgegangen zu ihr, weil ich sie doch liebe. Aber Ihre Frau hat Sie wieder geschlagen, ja? Ja.
Und sie ist auch für die Verletzung vom 4. September verantwortlich. Ja. Und warum haben Sie dann einfach den Angeklagten belastet? Ja, weil es mir peinlich war. Ich konnte doch nicht zugeben, dass das meine Frau war. Außerdem hatte Frau Jehlen die Polizei ja schon gerufen. Und da kam mir Herr Landauer gerade recht. Tut mir wirklich leid, ich konnte nicht anders. Hätten Sie ja vorher sagen können. Dann hätte man Ihnen auch helfen können, wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten. Aber ich habe doch immer gedacht, dass wir noch mal zusammenkommen, dass alles wieder gut wird. Aber es wird nicht wieder gut, oder? Sie wird sich nie mehr ändern, oder? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Frau Koron, wollen Sie noch was sagen zu den Vorwürfen? 55 StPO, Sie müssen sich hier nicht belasten. Nein. Schon klar, Herr Koron, so leicht wird sich da nichts ändern. Nicht mit einem Liebesschwur. Ich werde Ihnen gleich noch was dazu sagen. Hat noch jemand Fragen an die Frau Jehlen? Keine. Frau Jehlen, dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Auch Herr und Frau Koron bleiben jeweils unvereidigt. Bundeszentralregisterauszugkammer noch hier, der ist ohne Eintrag. Den Bericht der Jugendgerichtshilfe müssen wir da nicht hören. Nein, nämlich an Frau Achenbach, herzlichen Dank für Ihr Kommen, trotz alledem. Wenn noch weitere Anträge oder Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Verteidigerin, Daniel Krohn benötigt dringend Hilfe. Herr Krohn, bitte lassen Sie sich helfen. Sie haben selbst gesehen, wie weit das mittlerweile geht. Es ist bereits zu weit gegangen. Spätestens seitdem, wie Sie hier mitbekommen haben, Dritte so massiv mit in die Sache reingezogen werden. Der Angeklagte ist frei zu sprechen. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Staatsanwalt, die Normalvorstellung in unserer Gesellschaft ist wohl, dass Männer Täter sind und Frauen Opfer. Gewalttätige Frauen sind eher ein gesellschaftliches Tabu. Und deshalb vermute ich mal, hat die Staatsanwaltschaft nicht sorgfältig ermittelt. Sonst hätte sie nämlich herausgefunden, dass die Ehefrau des Geschädigten die Täterin ist. Und dann wäre es auch nicht zu dieser völlig ungerechtfertigten Anklage meines Mandanten gekommen. Glücklicherweise konnte der Fall heute aufgeklärt werden. Ich beantrage, meinen Mandanten freizusprechen. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Landauer, Sie haben die Anträge gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich möchte nichts mehr sagen. Dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Mehmet Landauer hat freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse. Es ergeht dann noch der Beschluss. Die Kosten des Verfahrens und notwendigen Auslagen des Angeklagten werden dem Anzeigerstatter Daniel Krohn auferlegt. Frau Verteidigerin, was hätte die Staatsanwaltschaft denn machen sollen, wenn drei Zeugen übereinstimmend lügen? Ja? Jetzt wissen wir, Herr Landauer, dass Sie völlig zu Unrecht hier belastet worden sind. Und natürlich sind Sie deshalb freizusprechen. Für das Ehepaar Krohn wie auch die Frau Jehlen wird das noch strafrechtliche Folgen haben. Ihnen sind natürlich hier die ganzen Kosten aufzuerlegen. Sie dürfen ja nicht glauben, dass die Justiz hier umsonst arbeitet. Und die Schläge werden natürlich auch noch eine Konsequenz haben für die Frau Krohn. Bei Ihnen ist auch diese Kündigung unwirksam. Eine mündliche Kündigung ist sowieso immer unwirksam im Arbeitsrecht. Aber hier gab es sicherlich auch keinen Grund, ihn zu kündigen. Ich bezweifle, ob da weiter eine Basis für eine gedeihliche Zusammenarbeit da ist. Ich glaube, Sie werden sich eher auf eine satte Abfindung freuen können. Häusliche Gewalt. 5 bis 10% sind Schätzungen der häuslichen Gewalt werden von Frauen an Männern begangen. Das ist kaum beachtet. Das wird auch totgeschwiegen. Oft auch von den Opfern aus Scham. Und die Gründe, die Ausflüchte, oft auch die Schuldgefühle der Opfer sind nicht viel anders als bei Frauen, die geschlagen werden. Männerhäuser gibt es kaum, allenfalls in den ganz großen Städten. Viele Männer kommen ja auch besser als geschlagene Frauen selbst zurecht und kommen aus der Situation wieder heraus. Aber manche sind doch heillos überfordert. Und Beratungs- und Unterstützungsangebote fehlen. Familienberatungsstellen, die fühlen sich zum Großteil einfach nicht zuständig für die Klientel Männer oder auch nicht genügend vorbereitet auf solche Situationen. Ich glaube, und das kann ich Ihnen ganz klar hier sagen, Ihre Frau braucht eine Therapie zuerst. Ja? Und Herr Krohn, Sie haben gefragt, und das ist eine bange, berechtigte Frage, sie wird sich nie ändern? Eines kann ich Ihnen sicher sagen. Sie wird sich nie ändern, wenn Sie nichts ändern. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Nathalie Krohn wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten mit Bewährung verurteilt. Sie hat inzwischen eine Therapie begonnen.
Daniel Krohn wurde wegen falscher Verdächtigung, uneidlicher Falschaussage und Anstiftung hierzu zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten mit Bewährung verurteilt. Justina Jelen wurde wegen falscher Verdächtigung und Strafvereitelung zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten mit Bewährung verurteilt.